alle Leute, mein Name ist Sozial Inzok und ja, heute werden wir muten und mit dabei auch noch wieder Dark Sozialer Mystery Monat keinerlei Probleme haben, irgendwelche Gegner zu besiegen. Der Grund ist ganz einfach, wir haben einen der OP-sten Charaktere überhaupt am Start. Es ist niemand anders als Baldi. Moment mal, was? Ja, Baldi. Baldi ist echt OP im Muten. Glaubt ihr nicht? Seht selber. Ich habe das schon YouTube-Videos zu ihm gesehen, aber ihn jetzt noch nicht ausgetestet. Und ich sag euch, das wird eine schnelle Nummer. Zusätzlich ist eine neue Stage dabei. Also, legen wir los mit einem der OP-sten Charaktere überhaupt, Baldi. Sidekicks drin, glaube ich. Das ist der Beta. Schade, Baldi am Abgehen. Was für Kombis. Und dann die ganze Zeit die Luft-Charaktere. Eieiei, ihr wisst jetzt, warum er so stark ist. Der letzte Gegner ist Pac-Man. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Round 1. Ich hoffe, dass dein Kostüm Mensch ist. Der hat auch noch seine Sidekicks. Danach ist er sofort wieder ready. Baldi, glaube ich, steht im Weg. Ich glaube, das macht uns alle. Ja, ja. Ah. Oh. So viel jetzt keine Probleme haben. Wir haben eine Unglücksrunde erwischt. Das ist natürlich jetzt richtig eng. Oder kann er ihn hier auch finishen? Eine Zeit lang nicht angegriffen werden, solange er verfallen ist. So hat er doch seine Hilfe dabei. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch ist, aber es muss sehr laut sein. Ja. What the hell? Ich hab das Spiel zerstört. Playtime ist erschienen. Schon vor Part 1 einen Charakter dabei, und zwar Playtime als Minispiel. Ich wollte jetzt erst
zwei Kopf. Mario Blick von einem dabei. Verloren. Tatsächlich mit Baldi. Aber na gut, es war eine Unglücksrunde und wir haben trotzdem Schaden an ihn ausgerichtet, also nicht so schlimm. Anders schaffen wir überhaupt keinen einzigen Schadenpunkt. Und wir haben Monika? Okay, das würde passen. Round 1. Fight. Das ist mein Abschluss. Nicht wahr? Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Während den ganzen, denn ich wollte nicht so laut sprechen. Do you know the way? Oh nein, Arcade müssen jetzt auch noch dran glauben. Das kann schmerzhaft werden. Fight. Spiel auf vollem Tempo. Uff. Okay, Nuggets wurde ganz schnell auseinandergenommen und darf gleich nochmal. Body Schaden. Leiter. Wo kommt der Käfig auf einmal her? Seid ihr? Supporter. Uff, muss das laut sein. Mengi ist mein Gegner. Das ist hier. Ist sogar Nightmare Mengi. Round 1. Fight. Supporter kann ich nicht so rufen. Ich muss getroffen werden, um Supporter zu machen. Okay, ich kann jetzt den Cage nutzen oder einen Supporter rufen, wenn ich einmal getroffen wurde. Round 2. Fight. Auseinander. Basti nochmal, alles klar. Ich muss dir erst einmal dran glauben. Da das eben ein Copyright-Song-Track, glaube ich, war. Und Nightmare Sparky. Jetzt wird's interessant. Nightmare Sparky gegen Boy. Zwei echt OP-Charaktere. Charaktere. Come on.
kann nur einer machen. Dass sie schwebt. Beide gleich stark. Aber ich kann doch nicht so leicht, wie es aussieht. Nightmare Sparkle und Baldi waren gleich auf. Da kann man nichts machen. In diesem Fall hatte Nightmare Sparkle mehr Glück. Aber ich will einen Arcade One gewinnen. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Round auf jeden Fall, je mehr Treffer ihr einsteckt, dann geht's richtig ab. Und das Programm selber hat es nicht mehr realisiert und KG K.O. Okay, jetzt kommt ein gefährlicher Gegner. Und der Mann, wir haben uns gebrochen, aber er hat einen guten Schild. Gefährlich. Au. Das muss wehgetan haben. Wir kriegen Playtime in Baldi's Speedrun, wie cool ist das denn? Wir kriegen einfach Playtime. In dem One. Cool wäre es gewesen, wenn jetzt diese Schule gekommen wäre. Round 1. Fight.
Baldi kann nicht springen, aber er braucht doch nicht springen, denn es zählt als gesprungen bei Playtime. Anscheinend hat der Entwickler an Fortune Hermes Playtime gedacht, wie es aussieht. K.O. Warum jetzt ein Supporter kommt, weiß ich nicht genau. Eigentlich bekommt er nur, wenn Schaden kommt, aber anscheinend war es zu lange inaktiv. Round 2. Fight. Na gut, Playtime, ich spiel mit dir. Du bist ja gleichzeitig auch eine Freundin von Baldi, also. Ich wollte nicht mit dir spielen. Sweep! Ach so, wenn man so lange sweep, kommt von Porter auch so. Okay. Sweep! Interessant zu wissen, danke für die Sweep! Aber die Supporter sind echt K-O. Random. Sweep! Und sorry, falls ihr mich nicht versteht. Es ist leider sehr laut und ich kann den Sound nicht runterdrehen. Shadow, okay, du bist dran. Let's do this. In education and learning. Der Showkampf wird aktiv. Mal gucken, wie das endet. Tschüss. Hat sich der KFC Bucket da bewegt? Round 2. Fight. Der sollte den Charakter aufhalten. Ich glaube, wenn er vorbeiläuft und kein Item droppt oder so, dann wird ihm Schaden zugefügt. Als Item. Auf der 500 Freddy 2 Stage. That's me. Round 1. Fight. Stoki Doki Shibis! Ach du Schande, da hat sie sich irgendwie wieder ab. In sein Hufbett einzubauen. Was? Schmeiß ne Schokolade. Ultimativer Finish. Das war lustig. Ich glaube, das ist der beste Aufmoment dieses Parts. Hä? Leer? Ist Purposes Pokémon-Trainer? Ja, ist es. Basics in education and learning. That's eine Cookie Pasta. Perfekt. Fight. Sie ist ein gefährlich zu starken Gegner. Unwahrscheinlich sein. Und tschüss. K.O. Round 2. Und nochmal. The object. You're incredible. Wenn er sich duckt, komplett verwundbar. Für Korn. Nochmal schauen. Gewonnen. Ich glaube, zum ganz großen Finale, da solltet ihr euch aber den Ton ganz schön runterstellen, werde ich mir erst erlauben, 4 Baldis auf einmal kämpfen zu lassen. Mal gucken, wie das endet. Das kann ja nur schief gehen. Aber zuvor machen wir eine Best... Wow.
Swan Hall. Und zwar treten die Pawnies gegen Benny und unseren deutschen Fighter an. Also Pink Nima und Nightmare Sparkle. Mal gucken, wer den besten sieht. Nightmare Sparkle und Baldi sind gleich auf. Und die deutsche Kämpferin hat bereits Nightmare Sparkle besiegt. Und sogar auch Pinky Mima, wenn ich mich recht erinnere. Sie ist momentan die Nummer 1. Und los geht's. Auf der Baldi Basic School. Zerstreut. Hoffentlich räumt die noch jemand weg von dem Kampf. Ja. Nee. Auf jeden Fall. Auf. Round 1. Fight. Aber stärker, mal gucken, wie das endet. Oh, die ist bereits K.O. Oha. Man macht jetzt mit dieser heftigen Grafik eine Freezer-Bombe. Wie ist der Schaden? Was ist wie? Vielleicht ist der Waffe nicht für Schaden hat. Die hat Partner ausgeschaltet? Die hat ihren eigenen Partner betrayed! Heftig! Die hat ihren eigenen Partner verraten! Glaube ich nicht! Die hat echt ihren eigenen Partner verraten! Und ihn in den Abgrund gefördert! Eieieiei! Wie kann man seinen eigenen Partner verraten? Na gut, dann übertreiben wir jetzt richtig. Ich empfehle jedem den Sound, der es noch nicht gemacht hat, runterzudrehen. Denn jetzt eskalieren wir mit 4 Bodies auf einmal. Sorry, falls das Headset drauf geht. Los geht's. Baldi's Basics in Education and Learning. That's me! Okay.
Langsam tun mir die Augen von diesem Grafikstar weh. Gut. Aber ich würde sagen, in diesem Part hängen wir noch einen kleinen Mini-Bonus dran, denn heute ist auch noch ein kleines Crossover angelaufen. Um 18 Uhr. Und deswegen kämpfen die beiden jetzt gegeneinander. Eine kleine Entschuldigung, dass da alles schief gelaufen ist. Es kämpfen Arschler gegen Shantae. Auf Animated. Diese gleich stark. K.O. mit der Bombe. Arschler gewinnt die erste Schlacht. Stärker als Shantae. Interessant. Obwohl sie sich sehr ähneln. Naja, das war das Ergebnis. Ein kleiner Bonus zusätzlich. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.